what's going on right now? Servus und grüß euch, hier ist der Olli. Das ist jetzt für euch all die Holiday Tours Members. Alle die, die beim ODTC mit dabei sind. Ich bin jetzt hier nochmal in einen geilen Park gefahren, nachdem wir heute in Tribeca unterwegs waren. Da unten seht ihr, da legen die Fähren los, um rüber nach Manhattan zu fahren. Und von hier hat man einen mega Blick. Da drüben das Dreiecksgebäude, das war 2016, hat es den Hochhauspreis gewonnen und ist von einem Herrn Engländer gebaut. Das soll so eine Symbiose sein von amerikanischem Hochhaus und europäischem Innenhofhaus. Bim! Da ist es. Dann habt ihr den Mega Central Park Tower direkt daneben. Und wenn wir jetzt erst nochmal hier in den Norden schauen, da habt ihr eben den Hudson River. Und weit im Norden, das sieht eine kleine Kirche, die sitzt so in der Mitte vom Bildschirm. Das ist die Riverside Church. Da unten kann man schön und teuer wohnen. Und wenn man jetzt hier nochmal rüber geht auf die andere Seite, da sind eben die Mega-Hochhäuser, der Central Park Tower, der Steinway Tower und das Hochhaus Park Avenue 432, die alle so in der Billionaires Row liegen. Der Blick ist einer der tollsten Blicke. Und da drüben die Piers, wo normalerweise die Kreuzfahrtschiffe anlegen würden. Nicht mein Schiff. Mein Schiff ist draußen in New Jersey, in Bayonne, New Jersey. Da sind wir an den Klippen von Weehawken. Bim. Ihr seht's, da geht's fleißig runter. Und mein guter Freund Rakesh, der hat hier vor ein paar Jahren sein Handy verloren. Damit war er ein handyloser Inder. So, jetzt zoomen wir nochmal rein. Einmal und zweimal. Da drüben habt ihr jetzt noch den Flugzeugträger, der Intrepid, in diesem scheunenartigen Gebäude. Da ist ein Space Shuttle drin und dann schwingen wir weiter in den Süden. Das Empire State Building. Ihr seht in der Mitte vom Bildschirm auch das One Vanderbilt. Jetzt in der Mitte vom Bildschirm habt ihr das Empire State Building und dann der Gebäudekomplex von Hudson Yards, der kommt da raus. Dann machen wir uns jetzt ein paar Meter weiter vor und genießen nochmal den Blick. Ding! Dafür lassen wir den Zoom ein wenig raus. Also es ist alles schön weiß. Und wie ich immer sage, man kann nicht nur in eine Richtung schauen, sondern muss sich auch mal umdrehen. Da ist noch eine tolle Glocke von 1907. Auch das ist wieder so ein mega Blick. Und wenn wir uns hier nochmal umschauen, es ist keiner unterwegs. Und da habt ihr richtig tolle Villen mit einem mega Blick. Nicht schlecht, gell? Der Park ist hier leider zu. Save lives, social distance, ne? Also, rettet Leben und bleibt 6 feet apart. Da könnten wir jetzt sagen, make lives, ne? Und dann machen wir kein Social Distancing mehr. Da jetzt eben dieser Park und da rentiert sich ja fast, da noch ein bisschen weiter raus zu zoomen. Und dann laufen wir einfach mal entlang. Und wie gesagt, der Film ist für euch ein riesengroßes Dankeschön dafür, dass ihr mit Sponsoren seid von Holiday Tours. Für die 9 Euro, die 15 Euro, die 20, teilweise sogar 50 Euro, sage ich nochmal vielen lieben Dank. Entweder über den PayPal-Link oder über Buy Me a Coffee. Das ist super nett von euch, denn ihr macht es möglich, dass ich weiterhin unterwegs bin. Und ich bin ja gerade dabei, eine Plattform aufzubauen, auf der dann auch weitere Tourguides in anderen Städten, vielleicht sogar in San Francisco, vielleicht sogar in Boston oder in Washington DC, euch tolle Touren anbieten können. Also von daher tut sich hier einiges bei Holiday Tours. Dieser Park hier, der heißt Hamilton Park. Und wenn ihr Interesse habt, hier mal rüber zu kommen, dann sagt Bescheid, dann bauen wir das in eine Tour mit rein. Und wer schon mit mir unterwegs war, der war wahrscheinlich schon hier bei diesem Hamilton Park mit mir unterwegs.
Im Sommer gibt es hier sogar ein Music Event. Da wird hier eine kleine Bühne aufgebaut. Im Hintergrund hat man dann die Skyline und dann kann man hier tolle Musik genießen. Das ist die Music Week. Und drüben beim Hudson Yards, da hat man ja auch schon eine Tour. Ich hoffe, ihr konntet so die letzten Montage und teilweise auch am Donnerstag und am Sonntag immer mal wieder mit mir unterwegs sein. Denn sowas, wie ich euch biete, gibt es in der Form wirklich nur von mir. Das Auto kann ich hier kurz stehen lassen. Das ist ganz nett, da darf man bis maximal 4 Stunden parken. Und im Sommer sieht man hier sogar Geier, die hier fliegen, Gänsegeier. So, da ist noch eine tolle Lampe. Keine Duschlampe, sondern eine Parklampe. Ne, wichtig. Und die ist immer an. Wenn man am Abend hierher kommt, ist es natürlich noch mal toller, beziehungsweise zum Sonnenaufgang. Da war ich hier auch schon unterwegs. Gerade in der Zeit, als Covid angefangen hat, wo dieses große Rotkreuzschiff direkt drüben auf der anderen Seite angelegt war, da bin ich hier unterwegs gewesen und habe tolle Bilder gemacht und habe einfach ein kleines Live-Video gemacht für euch. Damals noch im kleinen Rahmen, mittlerweile gibt es das hier im großen Rahmen. Und da ein Danke an den Herbert von HFR Medien. Das ist ein super Mann und der macht hier eine ganz tolle Sache mit mir zusammen. Und ihr werdet sehen, es wird immer besser. So, da machen wir uns noch vor. Da wisst ihr dann, warum der Park der Hamilton Park ist. Denn der Alexander Hamilton, der hat hier sein letztes Duell gegen den Burr gemacht. Und dabei ist dann der Alexander Hamilton so angeschossen, wurde mir erzählt. Er hat in die Luft geschossen und der Burr, der hat ihn erschossen. Und damit war es traurig, traurig. Der Hamilton war verletzt und ist dann daran gestorben. Und dementsprechend hat es hier vorne eine Fahne und dann den Alexander Hamilton mit dabei. Also ist echt richtig toll. Den schauen wir uns noch an. Ganz weit in der Ferne, da habt ihr noch eine Brücke. Die Brücke draußen ist die Verrazano Brücke. Die verbindet Staten Island mit Brooklyn. Wer mit dem Schiff schon hier reingefahren ist, der hat die Brücke schon gesehen. Und hier hat man jetzt eben die Statue vom Alexander Hamilton. Zudem steht hier nochmal, dass das dieser Weehawken Dueling Ground ist. Da könnt ihr da drauf schauen. Da habt ihr das Weehawken Dueling Ground von 1700 bis 1840. Und tragischerweise ist sogar der Sohn vom Alexander Hamilton hier bei einem Duell ums Leben gekommen. Aber der Vice President Aaron Burr und der Alexander Hamilton, das waren die zwei und die haben 1804 das letzte Duell gemacht. Tragisch, tragisch. So, da haben wir noch die Statue. Da haben wir noch die Statue und hier ist der Mast mit der amerikanischen Fahne, der quasi nochmal den Platz, der weiter unten war, symbolisieren soll. Die sieht natürlich super aus, wenn man das so sieht, ne? Im Sonnenlicht. Und davor der Alexander, der Gute, der Arme eigentlich. Da ist er, Alexander Hamilton. Weiter im Süden, da seht ihr den Financial District. Hier nochmal 11. Juni 1804. Da steht nochmal ganz besonders zwecks dem Duell der beiden eine Plakette. Und da steht nochmal alles Wichtige draufgeschrieben, was ich euch quasi schon erzählt habe. Und wenn wir jetzt hier nochmal rumdrehen und ein bisschen reinzoomen, dann schauen wir nochmal dahin, wo wir gerade waren. Denn ich war ja gerade unterwegs, nördlich des Financial District, in dem Stadtteil Tribeca. Und da seht ihr vielleicht auch nochmal dieses Jenga-Gebäude, dieses Leonard Building. Und dann auf der anderen Seite vom Hudson, also auf der westlichen Seite, da ist Jersey City, auch nochmal mit dem Lüftungsschacht des Holland-Tunnels. Liebe Leute, ich sag Servus und Ciao. Ich hoffe, die 10 Minuten haben euch nochmal Spaß gemacht und ihr wisst, was ihr an mir habt. Ich weiß, was ich an euch habe und dementsprechend gibt es den Film jetzt erstmal exklusiv nur für Holiday Tours Members. Mal schauen, so in ein paar Wochen werde ich den Film wahrscheinlich dann auch ganz öffentlich machen. Wer von euch Bilder will von meinen Touren, ich habe auch heute wieder fleißig Bilder gemacht, kann sich gerne melden. Da finden wir auf jeden Fall einen Weg.
Die Bilder stelle ich euch natürlich sowieso schon rein mit meinem Copyright Olli Holiday Tours. Aber wer vielleicht Lust hat, sich eine Tapete draus zu machen oder das Ganze in sein Schlafzimmer mit einem schönen Bild zu hängen, der kann sich melden und dem biete ich dann natürlich an. Wie kriegt man noch hin, dass ihr die Bilder bekommt? Also, macht's ganz gut. Servus und ciao, sagt der Olli. Danke für eure Unterstützung. Thanks for my service von euch an mich. Und ich sag danke, macht's ganz gut. Bis bald. Fertig.